liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, ich bin's, Graf Dracula. Keine Angst, ich will euch das Blut nicht aussaugen. Ich bin schon lange kein Blutsauger mehr hier. Ich bin ein moderner Vampir. Menschen- und Tierblut ist ungesund. Zu viele chemische Giftstoffe darin. Täglich für einen weißmütigen Blutjunkie. Und außerdem entspricht die grausame Blutsaugerei nicht dem heutigen hochmoralischen Zeitgeist. Blutorangen sind meine neuen Lebensmittel. Und deren Fruchtsaft macht mich unsterblich. Der langen Rede kurzer Sinn, sofort beginne ich mit meiner Blutorangensaftherstellung. Schau mir zu. Man nimmt ein scharfes Schneidemesser, Blutorangen, halbiere sie, Schnitt, schau, wie schön blutrot die sind, Schnitt, ebenfalls blutrot, wunderschön. Dann nehme man eine leere Obstschüssel und presse Halborange für Halborange in die Schüssel. Los geht's. Ah, fest pressen. Nicht pressen, pressen, habe ich gesagt. Pressen mit beiden Händen. Ah, zerquetschen, ausquetschen, bis zur bitteren Neige. So. So. Schale, Orangenschale liegt auf die Seite. Nächste, halb Orange und presse den blutroten Saft in die Schüssel. So, fest auspressen. So, ich beende kurz meine Saftherstellung. Das Video will so lange dauern. Und nun drin Graf Dracula. Was du hast hier? Das Vitamin C-reiche Fruchtblutgefäß leer. Vampir, grüß euch.